Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aratalk Assassin's Creed 3. Ja, wir sind zurück in Boston. Und, naja, wie ihr seht, ich habe nur Regenwetter mitgebracht. Aber was gut ist, ist hier eine Kiste. Die versuchen wir uns gleich mal zu organisieren, wenn ich schon einmal hier bin. Nicht hüpfen, Connor. Ach, doch, Schluss knacken, okay. Na, so, und jetzt reindrehen nach oben. Och, Mist. So, okay, gut. Bei Maus nach rechts links bewegen ist nämlich Pferd. Okay. Nach rechts links bewegen ist nämlich die Maus sozusagen dem komischen Balken unten das erste Teil. Die Maus nach oben oder nach unten bewegen ist sozusagen dann der Dietrich selber, der Lockpicker. Und dann ist nur noch die linke Maustaste für permanentes Auf- und Abmachen. Oder, drücken, damit halt die Teile, die Stifte oben bleiben, sozusagen. Ja, das war sozusagen jetzt mal ganz kurz, dass das Schlösserknacken erklären. Deswegen auch, wenn er manchmal so rausspringt, habe ich ganz kurz mal etwas rechts oder links gedreht. Was natürlich anstrengend ist. Aber naja, was soll's. So, jede Menge Rotröcke. So. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Aber ich reite jetzt einfach mal so Richtung dahin. Ach, bestimmt Richtung Hafen, oder? Ich guck mal auf die Karte. Ja, fast. Aber wir sehen hier gerade den Rest aufgelistet. Also, wo die... Was ist das hier? Lieferaufträge, die Blätter, die ganzen Kisten noch sind. Okay. Es ist kein Wunder, dass ich mit Kenway die nicht machen konnte, weil die noch nicht vorhanden waren oder nicht da waren. Dann ist ja okay. Ja, meh, ihr Schafer. Darüber. So. Sind ja gleich da. Was heißt denn Dummkopf? Ja, geht mal aus dem Weg. Okay. Sind ja schon da. Und ich rede von mehr als einer scharf formulierten Protestnot. Ich sympathisiere mit eurem Unbehagen, Gentlemen. Jedoch müsst auch ihr meine Zurückhaltung verstehen, ins Hornissennest zu stechen. Die Loyalisten stechen, egal was wir tun. Dann soll es sich auch lohnen. Okay. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Ach, Mist. Warum kommst du nicht mit? Hätte klappen können. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besitzt. Wen? Zuri? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier.
Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil er die Krone unterstützte. Hey, es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Pisser. Genug, wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Okay. Ja, das ist schon alles. Könnte etwas Hilfe brauchen. Zu langsam. Ja, das ist schon alles. Ja, naja. K.O. hauen. So ist das super. Endlich Gerechtigkeit. Soll der Gouverneur ruhig mehr schicken. Bist du wohl auf? Bin ich. Ist nicht mein erster Tanz. Trotz der Zähne und Klauen dieser Rotfüchse kämpfen sie wie Welpen. Vielen Dank, mein Freund. Ich würde dir ein Ale ausgeben. Doch ich werde leider erwartet. Okay. Oh. Hat einer euch die Fresse poliert? Okay. Heimliche Getötete ohne bemerkt zu werden. Okay. Ein Offizier eliminieren. Auch schon fertig. Schläger, 5 Gegner mit einer einzigen Assassinen-Serie eliminieren, okay. 25 Gegner mit versteckter Klinge eliminieren. Ja, hab ich doch schon. Okay, haben wir alles schon gemacht. Oh, was ist das hier vorne? Was ist das da? Okay. Steuereintreiber. Ach so. Ja, wir gehen dann mal ganz gemütlich weiter. So, jetzt rennen wir ein wenig. Na, mein kleiner Hund. Naja, öffnen wir einfach mal die Kiste noch nebenbei. Seht ihr, rechts, rechts. Ich mache jetzt immer nur eine Richtung. Ah, so. Oh, ist schon in richtige Position gewesen. Sehr schön. Wunderbar geschafft. So. Ihr werdet wahrlich staunen über all die Schätze, die ich in meinem Laden finden kann. Ey, nur bewusstlos hauen. Oder überwiegend. Okay.
Ach, Mist. Captain Moore wird jede Beihilfe für diesen... Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Aber sie leben alle noch. So. Ja, alles muss raus. Das kenne ich irgendwo her. Das will ich auf meinen Organspendeausweis auch aufmachen, ja? Räumungsverkauf. Alles muss raus. Damit die Leute wenigstens noch was zu lachen haben. Nur so am Rande. Ja. Makaber, ich weiß. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stefan Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Ich hab doch schon zwei. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Okay. Connor, geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Hallo, Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, ha? Achso, mit den Anvisieren kann ich auch Leute direkt zum Quatschen bereden, bewegen. Los, Connor. Hat er gerade die Flasche sich einfach selbstständig gemacht? Na gut. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Unbekannt Stufe. Achso. Ja, unbekannt bleiben. Na gut. Achso. Nee, okay, da kann ich jetzt nichts machen. Na gut. Dann laufen wir erstmal weiter. Ja, die Papiere, die organisiere ich mir dann mal, wenn ich halt alleine bin. Also offline, sozusagen. Ja, gehen wir bloß aus dem Weg. Was? Pass bloß auf, ey. Tut mir leid, also meinte gerade mich ankacken zu wollen. So. Ah. Da haben wir noch einen. Warte, das Limit für Einsätze von Feuerwaffen. Okay.
weiß nicht, warum ich unbekannt bleiben sollen, aber naja. Hm. Na gut, es kamen Soldaten dazu, das ist natürlich doof gelaufen, was soll's. So, wir gehen da entlang. Ups, da lag. Zartesten Rüschenärmel diesseits von Paris gibt es in Miss Gateheads Parlor auf der Church Street. Geht wieder zurück. Fein. Okay. Eine Auswahl frisch gesammelter Pilze. Oh. Frische und getrocknete Früchte aus Eingang. Wo? Oh. Nein. Wo ist denn der jetzt hin? Gut. Zu Hause, denn meine Preise sind geschenkt. Die stabilsten und dichtesten Fässer in ganz Amerika gibt es bei John Cooper. Na gut, dann muss ich irgendwie schneller werden. Dann probieren wir es einfach mal so. Den Schmuggler abfangen und ihre Schmuggelware zerstören. Okay. Gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem, gar kein Problem. Krieg ich hin. So. Und was ist hier drin? Ach so. Connor, ah, du warst fleißig. Die Eintreiber und Schmuggler sind alle erschüttert. Genau, was wir brauchten. Wenn du soweit bist, gehen wir vielleicht direkt zur Quelle, hä? Okay. Gut. Das gehörte zu dieser kleinen Nebenmission also. Okay. Und wir müssen... da hoch, ja. Oh, was ist das denn da oben? Attentatziel? Attentatserie. Nee, Auftragsattentat. Entschuldigung, Auftragsattentat. Lern mal richtig lesen und schreiben, so ungefähr. Ja, ja. Okay. Ja, das mit der Stufe 2 Bekanntheitsgrad nicht zu bekommen, ist natürlich blöd gelaufen, aber naja, was soll's. So ist es halt so. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal fix die Mission weiter. Ach ja, sei still, Hund. So. So, das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass halt weniger Tee in Umlauf kommt. Damit sozusagen die Bürger hier sich gegen die Rotröcke aufbäumen. 142 Meter. Laufen erstmal hier außen entlang, erstmal so lange. Ach ja. Ach Mist. Ach nein! Na, kommt ihr her? Okay. Ah, okay, na gut. Äh?
Ach so. Eine Bombe gezündet. Dann machen wir es anders. Wir schwimmen mal dahin. Also wenn ich ihr wäre, würde ich jetzt abhauen. Oh ja. Na, bin ich aber. Ich muss aufpassen, da hinten läuft einer. Sind dann alle drei dann weg. Da kommt der dritte. Okay. Das wird schwierig. Zwei. Ja, du bist schon mal ertrunken. Das ist schon mal sehr gut. Das wird jetzt schwierig. Okay. Naja, so sieht's doch ganz gut aus schon mal. Ja. Das sollte er lieber unterlassen. Zu langsam. So. Ah, Mist. Das wollte ich schon nur hier erstmal. Und genau. Wir sind raus. Aus dem Sperrgebiet. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich, wie ich eigentlich wollte, aber naja, was soll's. Ziel ist erfüllt. Wir haben den Tee vernichtet. Oder die Schmuggelware. Und das Game hängt schon wieder, so wie es aussieht. Warum? Ein Moment. Warum hat der jetzt hier eine Markierung gesetzt? Markierung setzen und wieder aufheben. So.
Okay, dann wieder zurück. So. Na gut. War jetzt nicht so der Pralle oder der Brüller, den ich gemacht habe. Aber was soll's. Ach, wisst ihr was? Wir machen Folgendes. Wir beenden jetzt hier das, ja, dieses mehr schlecht als rechte gemachte. Ja. Sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann ein wenig produktiver. Ach komm, kommt Kinder aus dem Weg. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ja. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und alles, alles Gute. Erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch.